Mittelklasse-Kombi gibt es wahrlich genug. Mit Allradantrieb ausgestattet ist das Angebot dagegen klein. Dabei gibt es, will man den Elementen trotzen, kaum ein besser angetriebenes Transportmittel. Wirklich? Um das zu testen, haben wir einen japanischen und zwei deutsche allradgetriebene Kombi auf die Strecke geschickt. Den Subaru Legacy mit 3 Liter Hubraum und 245 PS. 13 PS mehr leistet der BMW 330 XI. Der Mercedes C350T hat mit 3,5 Liter Hubraum den größten und auch stärksten Motor in diesem Test. Die Beschleunigung von 0 auf 100 machen BMW und Mercedes unter sich aus. Dabei hat der C350T am Ende knapp die Nase vorn. Der Rückstand des Subaru wächst mit zunehmender Geschwindigkeit. In Sachen Durchzugskraft und Beschleunigungsvermögen spielen Mercedes und BMW in einer eigenen Liga. Auf rutschiger Fahrbahn schaltet der Subaru automatisch von Vorderrad auf Allradantrieb um. Das wirkt sich auf das Fahrverhalten aus. Plötzliches Wechseln von Unter- ins Übersteuern ist die Folge. Das intelligente X-Drive-System von BMW soll mangelhafte Traktion schon im Ansatz erkennen. Das ermöglicht souveräne Kurvenfahrten, die bei Mercedes systembedingt etwas unruhiger ausfallen. Der ESP-Eingriff erfolgt hier spürbar, die Fahrsicherheit ist jedoch trotzdem gewährleistet. Wer schnell unterwegs ist, braucht gute Bremsen. Die der C-Klasse haben Porsche-Niveau, der BMW ist kaum schlechter. Der Legacy kommt mit warmen Bremsen dagegen erst 11 Meter nach dem Mercedes zum Stehen. Kombi sind Transportfahrzeuge. Wer nur den Kofferraum beladen will, wird bei Mercedes mit 470 Liter Fassungsvolumen bedient. Der Subaru fasst 459 Liter. Der BMW ist mit 460 Liter ähnlich groß. Trotzdem, im Gegensatz zum Mercedes, bleibt eine Tasche übrig. Zum Glück ist ja noch Platz auf dem Rücksitz. Zum Transportwunder mutiert nach Umklappen der Rücksitze aber nur einer. Den mit Abstand besten Eindruck hinterlässt der Subaru mit über 1600 Liter Fassungsvermögen. Wie viel von der Subaru-Ladung muss bei den deutschen Lifestyle-Kombis zu Hause bleiben? Beim BMW sind es immerhin zwei mittelgroße Taschen. Der Mercedes hat noch weniger zu bieten. Hier bleibt neben einer Tasche sogar noch ein Koffer übrig. Wenigstens hat er Rollen. Komfortables Reisen mit vier Erwachsenen, das ist bei allen drei Kandidaten eher schwierig. Den besten Platzkomfort bietet noch der Dreier BMW. Doch bei längeren Fahrten wird es auch hier eng. Der 330 XI hat ein aufgeräumtes Cockpit. Das erkauft man sich mit dem iDrive-System, das einen Großteil der Funktionen bündelt. Die meisten Extras muss man sich aber teuer erkaufen. Anders der Subaru. Bordcomputer und Navigation gehören zur Serienausstattung. Immerhin kostet der Legacy aber auch 3000 Euro mehr als der BMW. Typisch Mercedes, aber dennoch gut zu bedienen, die vielen Tasten und Knöpfe in der Mittelkonsole. Die Ausstattung fällt allerdings auch hier vergleichsweise mager aus. Und der Fahrkomfort? Der Subaru Legacy ist hart abgestimmt. Das Sportfahrwerk ermöglicht zwar flotte Kurvenfahrten, beim Komfort verliert er aber deutlich an Boden. Sein größter Pluspunkt ist neben dem Ladevolumen die Serienausstattung. Der Antrieb, das ESP und vor allem die Bremsen können mit der Konkurrenz nicht mithalten. Beim Fahrkomfort ist der BMW 330 XI klar besser. Die sportliche Note wird auch durch die präzise Lenkung unterstrichen. Dank des guten Sechsgang-Automatikgetriebes gewinnt er auch knapp die Antriebswertung. Das Kapitel Fahrsicherheit geht ebenfalls an den BMW. Minuspunkte gibt es für den kleinen Kofferraum. Wer Mercedes C350T unterwegs ist, wird am wirkungsvollsten vor schlechtem Wetter und schlechtem Geläuf abgeschottet.
Dazu gehört auch der niedrigste Geräuschpegel im Innenraum. Zu seinen Stärken gehören neben dem Fahrkomfort die Bedienbarkeit und die Bremsen. Lediglich das Raumangebot könnte besser sein. Der Sieg in diesem Vergleich geht damit nach Stuttgart. Der C350T 4MATIC ist von den dreien das ausgewogenste Auto, auch wenn der BMW mit dem besten Allradantrieb glänzt. Subaru muss nachbessern, vor allem bei den Bremsen.